Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Nach der leider doch recht unrühmlichen Niederlage im letzten Spiel hoffe ich, dass ich besser spiele in dem Spiel, dass ich vor allem meine Emotionen, also ich hoffe, dass das wieder mal ein Wachrüttler war, was die Emotionen angeht. Ich weiß auch nicht, aber mich hat das einfach in dem Moment so angekotzt, dass ich ein Gegentor fress, weil mein Verteidiger nicht von alleine dahin läuft, dass ich dann einfach so emotional geworden bin. Das darf halt nicht passieren. Und deswegen sage ich ja, die letzte Weekend League, da war ich zwar spielerisch irgendwie nicht so gut und habe ziemlich durchwachsen, immer mal gewonnen, immer mal verloren. Am Ende immerhin 16 Siege, was schön ist. Aber immer mal gewonnen und verloren. Aber da war ich halt emotional. Ich glaube, es gab ein Spiel, wo ich halt mal ein bisschen emotional geworden bin, aber nicht so krass wie jetzt in der Weekend League. Okay, der spielt alle Verteidiger mit dem Basic Chemistry Style. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Leighton Baines wahrscheinlich viel zu langsam mit Basic Chemistry Style. Und auch die anderen Verteidiger, die Innenverteidiger und der andere Außenverteidiger mit, ja, Basic Chemistry Style, sehr merkwürdig. Ist zumindest mal wieder ein ganz, nicht ganz so gutes Team, aber das kann natürlich bedeuten, dass der Gegner jetzt umso stärker spielt. Mal schauen. Spielt Mané, aber es ist nicht dieser ganz krasse Mané. So, jetzt einfach konzentrieren. Sehr geil gemacht von Hector. Aber auch eine schwache Linke. Und wie gesagt, es war, glaube ich, nicht der 87er Mané, oder? So, er bleibt. Ich wollte gerade sagen, er bleibt weg, ist dann wieder rangerannt, aber es ging noch. Schade, nicht so gut mitgenommen den Ball. Soll einfach konzentrieren und nutzen, dass der Gegner nicht ganz so starkes Team hat. Schade. Ah, steht noch mal näher, das wäre natürlich nicht aus. Sehr gut von Vidal, da wollte er eine Schusstäuschung machen. Oh, und wir haben es sogar geschafft, dass. Ach nee, Quatsch, der Gegner ist rein, komisch. Ich dachte gerade, wir waren dran, ich dachte gerade, der Gegner wäre dran gewesen. Boah, schön gesehen. Indirekter Schuss quasi, der dann zum Glück nicht gefährlich kommt. Okay, er macht aber bisher keine groben Fehler irgendwie in der Verteidigung, im Spielaufbau. Also, ja, er hat kein so starkes Team, aber er spielt halt nicht so schlecht. Das heißt, es wird trotzdem ein schwieriges Spiel werden. Haben halt nur Glück, dass er jetzt über die individuelle Klasse nicht ganz so viel reißen kann, wie vielleicht andere Spieler. Abgeklärt ohne Ende. Oh, dieser Mali ist ein Phänomen, das gibt's gar nicht. Sehr geil. Schön mit dem flachen Schuss ins lange Eck und dann auch noch mit dem schwachen Fuß. Ich dachte halt echt, er schießt vorbei, ne? Ich dachte, ach du Scheiße, die setzt er echt vorbei. Also nachdem er geschossen hat, aber er war einfach perfekt platziert, er war nicht vorbei. Sehr gut. Und es war ein schöner Laufpass von Müller, war auch ein guter Doppelpass. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir vielleicht ein zweites Nachspiel, dass wir nochmal so eine Lücke finden. Das wäre schön. Sehr gut, mit Vidal den Ball abgefangen. Schade, aber ich glaube, ja, der Gegner war zuletzt dran. Konzentration, keinen überhasteten dummen Einwurf machen. Jetzt bissig bleiben, dranbleiben. Ich merke gerade, meine Körperspannung ist ein Tick zu niedrig. Die muss höher werden. Schade. Ich habe es probiert, aber ich war so gut gedeckt, dass das dann leider nicht funktioniert hat. Ah, Sterling ist schnell. Sehr gut von Sokrates.
Angriff gestoppt. Schade, da wurde es dann leider zu eng. Sehr, sehr schlechter Winkel für den Gegner, deswegen haben wir es geschafft, da den Ball nochmal abzufangen. Schade. Immerhin die Ecke. Die Ecken sind nicht ganz so gefährlich wie in unserem Premier League Team, leider. Aber es ist besser als nichts. Und ab und zu hat der Müller schon einen gemacht. Und ich glaube, das ist Sokrates TBU-Kopfball. Ich glaube, den habe ich nicht gesteuert. Ich glaube, Sokrates war das. Also, ich weiß, dass Sokrates war. Ich meine aber, ich meine damit, ich glaube, ich habe ihn nicht gesteuert. Meiner Meinung nach steuere ich den Müller. Und endlich mal wieder. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte CBU-Kopfball. Aber wie gesagt, die haben jetzt wahrscheinlich auch schon 300 CBU-Kopfbälle gemacht. Von daher, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, wie ich meine. Also, die machen halt auch so oft diese CBU-Kopfbälle. Und wir haben bisher vielleicht. Also ich glaube, ich erinnere mich an zwei andere. Also maximal jetzt drei, würde ich sagen. Drei CPU-Kopfbälle, die reingegangen sind. Das ist natürlich hervorragend. Ich meine, geschenktes Tor quasi. Ja. Ich konnte mich leider gegen Sturridge nicht mehr durchsetzen. Das ist natürlich ein sehr ärgerliches Gegentor. Wo ich meiner Meinung nach auch nur wenig machen kann. Ich habe versucht, da Touré abzuhalten vom Schießen. Fährmann hält ihn dann auch irgendwie, aber naja. Dadurch, dass das, wie gesagt, von Sokrates ein CPU-Kopfball ist und nur das erste Tor von mir rausgespielt war, ist es natürlich irgendwo ausgleichende Gerechtigkeit, dass er dann so ein halbes Tor geschenkt bekommt, weil ich habe ja mein zweites Tor auch nicht wirklich rausgespielt, sondern es war einfach ein geschenktes Tor mit von Sokrates. Ich dachte halt, Müller kommt ran und drückt deswegen zweimal auf Schießen, dass er ihn flach macht mit dem Bill, hätte ich dann einfach nur draufhämmern sollen. Das heißt auch nicht, dass er reingeht, aber das wäre natürlich die bessere Schussvariante gewesen. Naja. Das waren jetzt auch schon mindestens zwei grobe Aufbaufehler. Vom Gegner hier auch wieder der Fehler. Boah, Vidal! Danke. Störte uns bei der Ballannahme. Scheiße, zu spät. Meiner Meinung nach auch ein Foul. Tunnels. Sehr schön von Piszczek. Wichtig. Okay. Ja, wie gesagt, ich denke, diese eine Torführung, die geht auf jeden Fall okay für uns. Wir hatten halt einfach die beste Chance im Spiel mit Mali und die auch gemacht. Und dann halt leider nicht mehr so die riesen Torschancen uns rausgespielt, so dass halt diese knappe Führung absolut okay geht, würde ich sagen. Hier wollte ich den Schuss doch noch mal machen, aber das ist halt echt so ein kleiner Nachteil von Müller. Die Vorteile wiegen natürlich auf, aber er ist halt einfach teil, also ist halt einfach nicht trippelstark, logischerweise, und dann teilweise manchmal zu träge in der Ballannahme. Ich wollte hier eigentlich direkt auf Mali passen.
Oh! So eine schlechte Abschlusschance, die erste, nicht die zweite. Und dann schafft Sokrates sich das Kopfballduell zu gewinnen. Das war ja richtig erbärmlich, ey. Da erwarte ich natürlich von jemandem, der ein Kopfballtor macht nach einer Ecke, dass er dann auch den Treffer, Quatsch, dass er dann auch das Kopfballduell im eigenen Strafraum gewinnt. Das ist ja fast noch wichtiger. Hätte ich vielleicht versuchen können, auf Müller zu legen, aber ich habe mich nicht getraut. Deswegen, naja. So, jetzt der Hummels hier. Hummels kann es doch auch. Hummels ist fast wie so ein Benteke. Oder er nimmt ihn dann einfach eine Brust an. Was? Sehr komisch. Müh zu spät. Echt ärgerlich. Sehr gut für den Bentaleb, aber leider bleiben wir nicht im Ballbesitz. Sehr geil für den Hummels. So ein schwacher Pass wieder von Reus. Das sind echt so Pässe, die mich echt aufregen, weil ich mir denke, what? Die sind noch komplett einfach. Oh, ey, da dribbeln wir quasi in den Gegner rein. Dann ist eigentlich noch ein Foul von Vidal. Aber er macht's wieder gut. Schade. Aber zumindest hat er den richtigen angespielt, nämlich Mali. Das ist auch mal was wert. Schön gemacht für Müller. Wie können wir da zuletzt dran gewesen sein? Was macht denn Müller da? Schade für den Bentaleb, der da fast dran ist. Dann kann man hier ruhig den Ball rausspitzen. Ich überlege halt, ob ich wechseln will. Ich meine, wir führen halt nur mit einem Tor. Ich glaube, ich wechsle mal lieber. Sicher, sicher. Wie gesagt, zur Not gebe ich den dann einfach irgendwann wieder Fitnesskarten. Ach, ich glaube, jetzt habe ich falsch rum gewechselt, oder? Also, Müller ist jetzt auf der falschen Position, glaube ich. Ja. So, Mané unten rechts sehen wir auch. Nicht mehr so viel Ausdauer. Hector noch ganz gut unten links, aber der hat mittlerweile echt ein paar Tacklings drin gehabt, ein paar Balleroberungen. Richtig, richtig geil. Um Klassen besser als Info und Plattenhardt. Sehr krass. Also da weiß ich nicht. Das Alaba ist, glaube ich, trotzdem noch besser, aber vor allem halt wahrscheinlich nochmal im Passspiel, im Spiel nach vorne, aber wahrscheinlich auch ein bisschen der Defense, aber wirklich vermissen tue ich ihn da nicht. Blöd, wie wir da hängen bleiben. Das war wieder ein Ballfluss, der hätte niemals passieren dürfen. Also das war einfach ein dummer Aufbaufehler. Schön gemacht von Vidal. Oh, das erwarte ich natürlich, dass er reingeht. Ich hätte vielleicht auch versuchen können, ins lange Eck zu zielen. Aber trotzdem, ey, fuck, Mann. Man muss doch rein. Natürlich jetzt. Ach du Scheiße, wo geht denn der hin? Eine richtig, richtig gute Chance und eigentlich muss das 3-1 sein.
Ja, ich mache Abschluss, sehr gut. Schön vorbeigesetzt mit Ribéry. Was sich hier auch weiterhin durchsetzt. Ultra schwach, getunnelt. Ultra schwach. Sehr schön von Piszczek. 85. Jetzt gehen wir auf Zeitspiel. Ist mir gar nicht aufgefallen. Macht nichts, dürfte keinen Angriff mehr geben, sage ich doch. Nice, im Endeffekt auch ein verdienter Sieg, denke ich. Wie gesagt, sehr schade, dass Ribéry das 3-1 da nicht macht, aber auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Und ja, Mali wieder mal ein sehr schönes Tor, klar. Vorlage Müller und Reus und ja, Tore Sokrates. Und Mali, sehr schön. Gutes Spiel. Gegner war aber auch nicht so stark, muss man sagen. Also er war gut, aber nicht so gut wie der letzte Gegner und hatte vor allem ein schwächeres Team. So, ein Sieg noch für Gold 3, das wäre für Gold 1, das wäre schon mal sehr, sehr schön. Würde mich sehr freuen. Was nehmen wir denn da? Könnten jetzt auch wieder mit der Premier League spielen. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich fühle mich gerade einfach wohl damit, jedes Mal das Team zu wechseln, einfach wegen der Ausdauer. Deswegen mache ich das gerade auch. Ja, hoffen wir mal, dass ich ähnlich gut spiele. Ich glaube, ich war der bessere Spieler, ich habe verdient gewonnen. Hat ein bisschen Glück, klar. Der Gegner aber auch mit dem Anschlusstreffer. Und das 3-1 hätte halt fallen müssen, definitiv. Aber ich freue mich schon wieder auf meine Ecken jetzt. Nicht ganz so krasses Team wie beim vorletzten Mal. Und nur 86er Mané, nicht 87er. Aber natürlich auch ein gutes Team. Nee. Alu, sehr schön. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mit der Premier League sehr häufig ans Alu schieße, aber jetzt einfach mal Benteke, passt auf, Benteke, passt auf. Schade. Mist, knapp. Ich dachte echt, ich komme da noch rum. Sehr gut von Arnautovic. Wie kriegt er denn da noch einen Fuß rein? Extra Strafgespiel, damit sowas nicht passieren kann. Sehr gut von Kanté. Hätte ich vielleicht noch die Zwischenstation nutzen sollen. Noch die Zwischenstation nutzen sollen und nicht direkt auf. Oh, fuck. Auf Mané flanken, auf Mané passen. Sehr gut von Touré.
Geiler Pass auf Mané. De Bruyne, wie schafft es denn De Bruyne, mich da einzuholen? Was arbeitet er denn überhaupt so weit hinten mit? Boah! Auch wieder gut gehalten von Lloris. So, jetzt auch Benteke, passt auf, Benteke, Benteke. Oder halt Lloris, Lloris. Nice luck. Jungs, das war jetzt, glaube ich, dreimal die Situation, dass er einfach nur dumm dasteht, wir am besten den Ball noch rausspitzeln oder den Gegner wegspitzeln und es halt nichts bringt. Also, was? Ich habe doch auf X gedrückt, auf Passen. Und er halt einfach stehen bleibt und meine Spieler dran vorbeirennen, nichts machen und er weiterlaufen kann. Sinnlos. Wenn ich das mache, rennt der Gegner eigentlich immer rein. Aber ich muss das nicht aufregen, solche Kleinigkeiten. Schön abgefangen von Kanté. Na endlich! Es wurde aber auch Zeit, verdammt nochmal! Aber auch wieder schön gemacht mit Mané auf De Bruyne, der leitet weiter auf Arnautovic und der hat einen geilen rechten Schuss. Nice. Aber hier natürlich ganz großer Anteil vom Tor Mané. Und aber auch der Pass, der vorher auf Mané ging. Also das war jetzt wirklich eine ziemlich krasse Teamarbeit. Sehr schön, aber auch verdiente Führung bisher, würde ich sagen. So, jetzt aber bissig bleiben, weiter dranbleiben. Und am besten das zweite nachlegen. Das war geil. Bisschen rumalbern und dann ist aus. Schöner Pass. Ja, die muss er einfach nur dort lang spielen, wo auch Mané läuft, nämlich außen. Und dann ist das Ding halt nicht sicher, aber dann haben wir wieder eine sehr gute Chance auf dem Tor. Ja, schlechte Ballannahme. Aber war, denke ich, trotzdem ein guter Versuch. Oh, Mann, diese knappen Dinger, ärgerlich. Schade, doppelt schade. Boah, wir haben wieder so eine Druckphase. Wir müssen mal das zweite Tor machen jetzt. Ohne Scheiß. Das war kein Foul. Er hat aber gerade auch wieder schönes Glück mit den zweiten Bällen, Lobbelt. Das wär's gewesen, ey. Zum Glück weit vorbei. Na, oh, Touré, du hattest den Ball schon. Ah, macht den Fehler mindestens wieder gut. Immerhin. Krasse Grätsche, die sogar funktioniert. Danke. Ich finde es immer geil, wenn sie halt so rumalbern und das dann, dann zu nichts führt. Mann, wir hatten so eine krasse Druckphase und so gute Chancen und machen nicht das 2-0.
Komm schon, Baby. Aber es haben halt auch teilweise wieder die letzten Pässe einfach nicht gekommen. Geil, geil. Und wieder Ritter den zweiten Ball. Meine Fresse. Oh, Freunde! Das war eindeutig Ball gespielt. Alter. Ist der behindert? Das ist doch keine. Ach du Scheiße. Das war doch keine Verhinderung der klaren Torschance. Was ist denn das für eine rote Karte? Ich dreh durch, ey. Ich dreh einfach nur durch. Was ist das denn? Nicht durchdrehen. Komm, wir führen immer noch, wir führen immer noch. Und es ist nicht das erste Mal, dass jemand mit einer roten Karte noch gewinnt. Geil, jetzt habe ich natürlich keinen Innenverteidiger auf der Bank stehen. Bentaleb ist da wahrscheinlich der Beste, oder? Defensive. Auch von der Größe her, glaube ich, passt er dann am besten. Ach so, ja, es geht ja nicht. Irgendjemand muss ich auswechseln. Oh, wen nehme ich denn da? Ich glaube, De Bruyne ein Spiel ohne ZOM. Ich überlege gerade, ob ich auf eine Fünferkette wechsle. Fünf, zwei, eins, zwei. Fünf, drei, zwei. Wo springt denn der hin? Fünf, zwei, zwei, eins. Scheiße, ich glaube, jetzt hat es noch nicht gewechselt, oder? Ach, egal, ich lasse es erstmal so. So bitter, ey, und so unverdient. Ja, war auch kein Foul. Wieder kriegt er den zweiten Ball. Jetzt muss ich einfach komplett abgekocht und ruhig bleiben. Da glaube ich rein. Super Entegen. Komm, wir brauchen das zweite Tor. Mach das Ding jetzt rein. Moment mal, ist De Bruyne noch drin? Wir haben doch De Bruyne ausgewechselt, oder? Ne, Bentaleb ist drin. Hä? Muss noch mal gucken, was ist denn da jetzt los? Smalling? Ne, jetzt passt's. Ich spiele erstmal so weiter. Ich spiele erstmal so weiter. Ja, ich spiele. Ach so, jetzt müsste ich aber eigentlich schon wechseln, weil. Neue frische Kräfte wären natürlich schon schlauer. Mit einem weniger. Oh, Benteke, ich kriege ihn nicht gesteuert, also ich bekomme die Kontrolle über ihn. Geil.
Sehr gut. Oh, habt ihr das gesehen, wie er durchrennt und es dann wieder lässt? Mann. Oh, danke, Schmeichel. Ich muss mich konzentrieren, aber es ist echt so bitter, es ist so unfair, diese rote Karte. Es ist so scheiße unfair. Vor allem nachdem ich halt der bessere Spieler die ganze Zeit war, riesige Chancen hatte auf das zweite Tor. So eine Scheiße, ey. Man muss ruhig bleiben, ich muss ruhig bleiben, es bringt mir nichts. Selbst wenn der Gegner noch ausgleicht, ich muss einfach ruhig bleiben. Da muss ich aufhören, diese Risikopässe zu spielen. Mit einem weniger. So, jetzt können wir eigentlich schon auf Zeit gehen. Zeit. Danke, dass es nicht als Foul gewertet wird. Och, ey, was ist denn los? Ist noch kein Tor gefallen. Komm, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Gar nicht rein. Weiß ich nicht, ob da rein wäre. Komm jetzt, ey, ist die 84. Einfach auf Zeit, Junge. Oh, ich krieg aber auch keinen Ball mehr davon. So, jetzt aber. Ach, wir gewinnen zum Glück, ey. Das ist aber auch, wie gesagt, ich finde es absolut gerechtfertigt und absolut fair, dass wir gewinnen, weil das war keine rote Karte. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt ein Foul war. Und wir waren da klar bessere Spieler. Und der einzige Grund, warum er dann in der zweiten Hälfte aufgetrumpft war, war halt, weil wir einen weniger hatten und er total aggro war. So, das Ding ist eh durch, jetzt können wir auch flanken. Und wir machen einfach mal noch ein Tor und das 2-0, Deckel drauf. Ist es Touré oder Benteke? Wie gesagt, ich habe so viele Schwarze, ich kann es echt nicht unterscheiden. Ich glaube, es ist Touré. Er scheint mir auch ein Tick kleiner zu sein. Nee, Kanté ist es sogar. Oh mein Gott, Kanté ist 1,20 oder so. Nee, ein Kanté ist echt klein. Kanté ist echt klein. Ich glaube, 1,69 oder sowas. Krass, dass der ein Kopfballtor macht. Aber das ist echt unglaublich, wie kopfballstark unsere
Premier League Mannschaft ist. Tore: Kanté und Arnautovic, Vorlagen: Ribéry und De Bruyne. Sehr geil, Gold 3 geschafft. Ja, was habe ich denn mit Gold 3? Gold 1 geschafft, sorry. Nice, nice, nice. Und wir haben noch, ja, wir müssen nicht drüber reden. Wir können auf jeden Fall mit dem nächsten Sieg immer von Etappe zu Etappe denken. Nächster Sieg, das ist das Einzige, was zählt. Das ist das Einzige Wichtige. Wenn wir jetzt noch einen Sieg holen, dann haben wir das Minimalziel erreicht in der zweiten Woche dieses Monats, um am Ende Elite 3 zu werden. Wir brauchen im Durchschnitt 16 Siege pro Weekend League, also in jeder Woche dieses Monat. Und dann sind wir wieder Elite 3, was wir bisher erst einmal geschafft haben. Und wenn wir Elite im Monat sind, bekommen wir halt einfach mal 11 Foot Champions Karten, was halt einfach mal, ja, fast viermal so viel sind, wie normalerweise, wenn man Gold ist. Da bekommt man nur 3. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer, da richtig geile Karten zu haben. Wobei, wenn ich mich so drüber nachdenke, als ich Gold war bisher, also den Goldrang erreicht habe und immer nur 3 bekommen habe, habe ich geilere Karten gehabt, als wo ich das eine Mal Elite war, weil da war nämlich nur Rouvier drin, glaube ich. Und das letzte Mal war Mané drin, krassester Spieler überhaupt bisher. Dann hatten wir das eine Mal in Form Sokrates, perfekt, weil ich ihn in mein Team nehmen konnte. Und der, weiß ich gar nicht, was war der wert? 60. 60.000 oder so. Dann Rouvier, in Form Rouvier, den habe ich im Elferpack gehabt und sonst nichts. Und Rouvier konnte ich zwar auch einnehmen in meinem Team, aber da war glaube ich nur 50.000 oder sogar noch weniger wert. Und dann hat man im anderen Dreierpack in Form Draxler, 86er Außenmittelfeldspieler, den ich rein theoretischerweise sogar hätte ins Team nehmen können. Und ich glaube, Third in Form, ich glaube die dritte oder zumindest die zweite in Form von, wie hieß er denn noch? Von dem rechten Mittelfeldspieler aus der Liga A. Das Problem war nur, dass die beide Spieler nicht brauchbar waren für mich in meinem Team. Aber rein theoretischerweise waren das halt krasse Spieler. Und die waren beide in einem Dreierpack drin. Deswegen, aber ich hoffe natürlich trotzdem, Elite 3 zu werden im Monat. Aber dafür muss ich wieder von Ziel zu Ziel denken, von Spiel zu Spiel. Nächstes Spiel geht es einfach nur darum, um zu gewinnen, damit ich 16 Siege habe. Und wenn ich 16 Siege habe, dann habe ich erstmal in zwei aufeinanderfolgenden Wochen das Minimalziel erreicht. Und das bringt mich natürlich deutlich näher dem Ziel, Elite im Monat zu werden. So, ich mache jetzt erstmal eine Pause, werde was essen und so weiter. Und die restlichen Spiele werde ich heute Abend spielen. Oder es ist eigentlich schon Abend, also mehr so später Abend bzw. Anfang Nacht. Und es sind immer noch 5 Stück, ne? Das sind noch 2,5 Aufnahmen. Mal schauen. Aber wir haben auch gut gespielt. Wir haben auch gut gespielt. Haben uns verdient. Eine rote Karte, die war so sinnlos, die rote Karte. Wir hätten uns einfach mal eine Wiederholung angucken sollen. Das war so dumm. Krass. Der hat bisher 2 Tore gemacht, eine Vorlage. Er könnte mal so ein kleines Erstresümee führen. Ach nee, Quatsch, Smalling hatten wir ja schon mal vorher an dem anderen Team. Das passt ja gar nicht. Hier, das passt. 12 Spiele, ein Tor, eine Vorlage. Ist eigentlich schwach für einen Sechser. Also für meine Verhältnisse, würde ich sagen. Weil wir können ja mal gucken. Moment, ich muss mal kurz gucken, wie spät. Ich will mir gerade verquatschen, keine Zeit mehr habe. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Wir gucken mal kurz zum Vergleich. Bentaleb. 74 Spiele, also ich will einfach mal nur die Quoten mir angucken, weil ich der Meinung bin, dass es eine eher eine schwache Quote ist für einen Kanté. Und zwar 74 Spiele, ja, ich ziehe mal ein paar ab, ne, weil es sonst unfair wäre. Also ich sag mal, wir ziehen hier 6 ab, ich denke, es ist okay. Das sind nicht zu viel, nicht zu wenig. Also sagen wir mal 6, also 68, sage ich mal. Und 15, nee Quatsch, 14 Scorerpunkte. Das sind, nee Quatsch, wir müssen natürlich 14 durch 68, so rum. Das sind 0,2 Scorerpunkte pro Spiel. Das heißt, aller 5 Spiele ungefähr macht Bentaleb einen Scorerpunkt, 0,2. Ja. Und Vidal, da bin ich ja mal gespannt. 318, oh Gott, da müssen wir ja echt schon mega viele abziehen. Oh, was mache ich denn da jetzt? Ich nehme erstmal nur 300 und ziehe 18 ab. Das ist zwar eigentlich zu wenig, wenn ich mir überlege, dass ich bei Bentaleb 6 abgezogen habe. Aber wir gucken mal, wie es da aussieht. Scorerpunkte 84 durch 300. Sind wir bei 0,28. Also da können wir ruhig aufrunden, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie viel ich da abziehen müsste. Sagen wir mal, also oder von mir sagt irgendwas zwischen 0, zwischen 0,28 und 0,3. Das ist halt schon krass. Also quasi 0,1 besser als der andere Spieler, das ist halt schon massiv, gerade bei einem Sechser oder sowas und auf so viele Spiele gesehen, es ist schon ein großer Unterschied.
Also der macht eher so aller 3 bis 4 Spiele einen Scorerpunkt. Und das zeigt aber halt trotzdem, wenn Vidal halt nur 0,3 macht pro Spiel, dass es halt echt schwer ist, da viel zu machen. Und Bentaleb hat er ja am Anfang so übertrieben. Und er macht jetzt da müssen wir ja auch schon 2 Spiele abziehen, macht in 10 Spielen 2 Scorerpunkte, das heißt auch 0,2. Auch 0,2. Also er steht momentan so wie Bentaleb da, also gar nicht so schlimm. Aber Bentaleb hat auch am Ende ziemlich nachgelassen. Er war am Anfang ziemlich krass, aber dann hat er irgendwie seine. Aber ich glaube, habe ich ihn am Anfang auf der anderen Position gespielt? Nee. Ich habe Bentaleb immer auf der Position gespielt. Ich habe überlegt, ob ich ihn mit Vidal gewechselt hatte. Touré hat bisher in 12 Spielen genau das gleiche. 2 Scorerpunkte, 2 Vorlagen. Ja, die machen einen guten Job, die machen einen guten Job, die zwei. Also auch Touré macht einen besseren, als ich am Anfang gedacht hätte. Trotzdem wäre wahrscheinlich Touré der erste, den ich austauschen würde. Wobei Kanté, muss ich zugeben, nach vorn, oder sagen wir mal so, Kanté ist mir eigentlich im gegnerischen Team krasser aufgefallen als im eigenen. Aber ich glaube, da macht viele. Ich glaube, Kanté macht viele unauffällige Balleroberungen, unauffällige Dinge. Und ich könnte wahrscheinlich seine Auffälligkeit nach hinten steigern, indem ich ihm Shadow gebe. Aber ich glaube, ich will ihm kein Shadow geben. Ich will lieber, dass er auch einen guten Pass hat. Deswegen, ja. Und er hat halt auch schon gute Pace. Deswegen habe ich ihm halt. Also ich bin mir sicher, wenn ich ihm Shadow gebe, wird er halt viel mehr durchdrehen nach hinten. Aber halt viel schlechter nach vorne sein. Das will ich eigentlich nicht machen. Momentan. Ich glaube halt eher, dass. Also das ist jetzt mein Stammteam, mein zweites. Das heißt, hier werde ich auch verbessern, genau wie in der Bundesliga. Und wenn ich halt. Ja, ich glaube, wenn ich mir so das vergleiche, dann gibt es halt in der Bundesliga weniger Gründe, irgendwas zu verbessern. Falls mal irgendwie ein neuer Stürmer kommt, klar würde ich ihn probieren. Wir haben jetzt hier mit Mali 22 Scorer-Punkte in 4 Spiele, können wir wahrscheinlich schon abziehen, 20 Spielen. Also der macht sein Zeug, aber ich wäre immer wieder bereit für was Neues. Linksverteidiger Alaba braucht man momentan eigentlich nicht. Also Hector hat mich vollends überzeugt. Dann Sechser, Bentaleb und Vidal Bomben. Denn Bele und Reus brauchen wir gar nicht drüber reden. Bomben. Innenverteidigung, Sokrates und Hummels Bomben. Sokrates wird eh nur. Also ich glaube, Boateng kaufe ich mir jetzt doch nicht mehr. Der ist mir einfach zu teuer und einfach nicht wirklich viel besser als Sokrates. Das heißt, andere Innenverteidiger kommt wahrscheinlich erst, wenn Sokrates die nächste Info bekommt. Oder wenn irgendein anderer Spieler mehrere Infos nacheinander bekommt. Weil. Ich glaube, es gibt sonst niemanden, der noch interessant sein könnte. Martinez vielleicht, wenn der eine weitere Info bekommt. Ich glaube, wenn Bruma noch eine Info bekommt, das ist dann maximal ein 85er. Auch schlechter als die Second Info von Sokrates. Also ich glaube, da brauchen wir auch nichts machen. Und der ZON, ja, wenn Müller mal eine Info bekommen würde, der wäre zwar scheiße teuer, aber die würde ich mir versuchen zu kaufen. Oder wenn irgendein anderer interessanter ZON als Infom kommen würde. Ich würde zum Beispiel einen Infom Götze probieren, einen Infom Kagawa. Was gibt's noch? Woran denke ich gerade nicht? Vielleicht ein Infom Didavi, Infom Calhanoglu. Ah, Calhanoglu ist ja. Ja, Calhanoglu kann ich mal spielen. Ja, aber Infom Didavi. Also es gibt schon ein paar Informs, die ich als ZOM auch testen würde. Aber im Großen und Ganzen bin ich so zufrieden, dass ich jetzt eher darauf gehen würde, in meiner Premier League, was zu verbessern. Und da ist dann halt einfach die Option, entweder die Innenverteidigung mit Smalling, der ist aber sehr gut. Und die besseren Innenverteidiger, die kosten einfach unglaublich viel. Also das sind dann Informs. Und die Informs, die kosten dann 300.000 aufwärts. Und ich glaube, das Geld würde ich dann lieber investieren in Kanté oder Touré. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, wen ich wechseln würde. Weil Touré ist halt auch im Spiel nach vorn ziemlich gut. Das ist auf jeden Fall schon aufgefallen. Nachteil bei Touré, da geht er mal drauf. Nachteil bei Touré ist, ich merke halt, dass er manchmal so ein bisschen stachsig rüberkommt. Dass er so ein bisschen Probleme hat mit dem Dribbling, mit der Ballannahme. Hat auch nur 77 Dribbling auf der Karte stehen. Also, ich muss es weiter beobachten und das dauert ja erstmal. Ich habe jetzt eh gerade keine Kohle. Aber das wäre so meine Baustelle Nummer 1. De Bruyne hat, glaube ich, bisher auch nicht so viele Scorer-Punkte gemacht. 12, ach, oh, sorry, mehr als gedacht. Ja klar, da macht ja immer die Vorlagen, wenn Benteke wieder mal einen Kopfball nach einer Ecke macht. Das habe ich ganz vergessen. De Bruyne schießt auch sehr, das fällt auf, der schießt sehr, sehr konstante, gute Flanken nach Ecken. Das merkt man. Ja, 7 nach 12 Spielen, 2 müssen wir abziehen. 7 nach 10 Spielen ist natürlich überragend. 0,7er Quote hat nicht mehr Müller. Von daher, De Bruyne ist auch ein guter Mann. Tore, er müsste noch ein bisschen torgefährlicher werden. Also er könnte noch ein paar Tore schießen, meiner Meinung nach. Arnautovic hat sich extrem gemausert, wie ich finde.
Vier Scorerpunkte nach 10 Spielen, natürlich auch hervorragend nach einem für einen Außenmittelfeldspieler. Und Mané, wie gesagt, 6 Scorerpunkte nach entweder, Moment, das habe ich gesagt, 10. Entweder nach 10, 6 Scorerpunkte oder nicht, warte, entweder nach 10 Spielen 5 Scorerpunkte oder nach 11 Spielen 6. Und man hat ja auch gesehen, das letzte Tor, was Arnautović schießt, wo De Bruyne die Vorlage macht, da hat Mané halt einfach das Tor eingeleitet. Also hat halt auch mega viel Anteil gehabt. Also Mané ist einfach bester Mann. Das ist auch scheißegal, wie der in Zukunft, wenn er mal eine schlechtere Quote hat oder so. Ich weiß einfach, dass er mega viel fürs Spiel tut und der ist halt auch einfach sein Geld wert. 400.000. Von daher, da bleibt auf jeden Fall. Arnautović, Benteke, Mané, die werden erstmal nicht gewechselt. Mané wird wahrscheinlich wirklich nie gewechselt. Also ich wüsste nicht warum. Da müsste man dann irgendwann mal eine Foot Champions rechte Mittelfeldkarte bekommen, die noch krasser ist als er, dass man quasi sagen, oh, wir haben jetzt die vierte Inform oder wir haben jetzt irgendeinen anderen Bale oder irgend sowas halt. Quatsch, spiel bei Madrid, ich Idiot. Vielleicht ein Hazard gibt es vielleicht auch nochmal als RM. Ja, wenn ich irgendwie so eine Foot Champions, aber wie gesagt, der ist erstmal weg. Benteke macht einen richtig geilen Job, gefällt mir richtig gut. 9 Scorerpunkte nach 10 Spielen. Was will man mehr? Er könnte vielleicht noch die eine oder andere Vorlage mehr machen, aber ich bin zufrieden. Er ist halt vor allem so kopfballstark. Er war so spielentscheidend nach Ecken bisher schon. Und die drei bleiben erstmal. Bei Benteke wäre ich bereit, also wäre geil, wenn der mal noch eine Info bekommt, aber bei Benteke wäre ich auch bereit, meinen anderen Stürmer zu versuchen. Aber das wird dauern. Arnautović bleibt wahrscheinlich auch erstmal ziemlich lange. Gibt gerade keinen besseren Linksverteidiger. Wenn Leighton Baines die nächste Info bekommt, würde ich ihn natürlich mal testen. Oder wenn Van Aanholt noch eine Info bekommt, würde ich ihn auch mal testen. Aber so bleibt erstmal Azpilicueta. Der gefällt mir auch sehr gut. Also der Eindruck bisher ist sehr, sehr geil gewesen. Wirklich guter Mann. In den ersten 6 Spielen oder wie viele es waren. Und dementsprechend Kanté oder Touré, die fallen erstmal raus. Kanté oder Touré. Und da ist dann nur die Frage, wer von beiden. So, aber genug gequatscht. Bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Ich freue mich auf die nächsten Spiele und hoffe, dass ich dann genauso gut spiele. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Tschüss, tschüss.